So, dann wollen wir uns mal ein Gasthaus suchen. Einmal hier. Nein, das ist eine Piratenschenke. Oder zumindest heißt es so. Das ist ein Privathaus. Oh, falsche Richtung. Hier. Der springende Lachs. Dann wird das da wohl die Herberge sein. Es wäre komisch, wenn es drei Tavernen gibt, aber keine Herberge. Und wir sollten schon den Haupteingang nehmen. Wir hätten gerne eine Suite. Wir wollen eine Nacht bleiben. Und wir knabbern vorher fleißig unsere Tarnelen. Also, Mürre müsste eigentlich schon gar nicht mehr, aber Schaden tut's nicht, solange sie nicht voll ist. So. Und schlafen. Und 7. Achso, Lebenspunkte. 6 Astralenergie, sehr schön. Und ich hätte auch noch meditieren können. Ah, das vergesse ich irgendwie immer. Aber sei es drum, wir wollten die Häuser bei den Weiden weiter abgucken. Da war nix. Und das schaut doch gut aus. Beorn Chalasson. Ihr klopft. Ein ziemlich junger, blonder Bursche öffnet die Tür. Er schaut euch einen Moment lang an, dann stimmt er plötzlich freudestrahlend auf euch zu. Okay. Mensch, Ervo, lange nicht gesehen. Die beiden fallen sich in die Arme. Ihr schaut euch nur verwundert an. Ja, wir wissen recht wenig über Ervo, aber anscheinend kennt er diesen Beorn. Beorn, Junge! Eine herzliche Begrüßungsszene folgt. Kommt erstmal rein. Die beiden halten auf die Tür zu, Ervo dreht sich um. Wartet hier einen Moment, ja? Warum? Na gut. Ehe ihr irgendetwas erwidern könnt, sind die beiden im Haus verschwunden. Sehr skurril. Und auch ziemlich unhöflich. Na gut. Eine halbe Stunde vergeht. Wir warten. Und warten. Und warten. Und warten. Endlich kommt Ervo wieder aus dem Haus. Er drückt euch einen Pergamentfetzen in die Hand. Oh, sehr schön. Dafür wartet man noch gerne anderthalb Stunden. Beim irgendwas mit S am Anfang, T am Ende. Links. Irgendwas mit R am Ende, rechts. Vielleicht links hinter rechts? Na gut, es fehlen eh nochmal Stücke. Von Beorn. Ich habe ihn dazu überredet, euch die Karte zu überlassen. Ist ein Erbstück vom alten Hügelig. Sehr schön. Er hat mir außerdem noch drei Namen genannt. Oh, jetzt geht's wieder los. Hjorde Arendsson aus Otterche. Otterche, Otterche. Habe ich keinen auf meiner Liste? Wenn ich das richtig sehe. Aber in Otterche waren wir auf jeden Fall schon mal. Hoffentlich war das nicht wieder auf der Insel da oben. Aber gut, ich schreibe es kurz auf. Hjorde. Obwohl, Hjorde sagt mir auf jeden Fall was. Also diese Betonung von dem Namen habe ich mir einfach mal ausgedacht. Das ist irgendwie hängen geblieben. Bei dem waren wir auf jeden Fall schon. Es ist nur die Frage, ob wir da schon wussten, dass er ein Kartenstück hat. Und ob wir sein Kartenstück überhaupt schon haben. Aber warum steht er nicht auf meiner Liste? Das ist komisch. Also ich habe jetzt auf der Liste nur nach den Städten geguckt. Ich gucke mal ganz kurz nach den Namen. Nee. Das ist jetzt sehr komisch. Auf meiner Liste habe ich schon mal Beorn Chalasson stehen. Den hatten wir auch schon durchgestrichen. Haben wir jetzt zweimal ein Kartenstück von dem bekommen? Das ist ja komisch. Aber gut. Wir haben keinen Otterche, auch wenn der Name mir bekannt vorkommt. Also werden wir da wahrscheinlich auch nochmal hinreisen. Hoffentlich finden wir da nicht raus, dass wir da schon waren. Der nächste Name ist Ragnar Firunjasdotter aus Witsan. Den habe ich auf jeden Fall schon mal gehört. Ja, das war eine der ersten, wo wir ein Kartenstück bekommen haben. Und Svafnit Egilsdotter, die mit der Chalan Stolz zur See fährt. Die haben wir auch schon. Beorn meint, sie müssten euch weiterhelfen können. Ja. Nein, was kommt jetzt? Wiedersehen, Leute. Ich habe eben einen Bekannten entdeckt, den ich schon seit Jahren nicht mehr gesehen habe. Vielen Dank für eure Gesellschaft. Vielleicht sehen wir uns ja wieder. Mit diesen Worten verlässt Ervo die Gruppe. Er hat unser ganzes Zeug noch. Moment mal. Dieb. Elender Dieb.
Du hast mir 80 Pfeile geklaut. Und Proviant und ein Schwert und Zeug. Also, auf der positiven Seite, wir haben jetzt wieder Platz für einen neuen NPC. Auf der negativen Seite, ich habe keine Ahnung, wo man NPCs findet. Na gut, so spielt das Leben. Wir haben auf jeden Fall ein neues Kartenstück. Das würde ich mir nochmal gerne angucken. Ist das hier? Nein, wo können wir uns die Karte angucken? Hier vielleicht irgendwo? Ah ja, da. So, eine Dracheneiche haben wir. Außen weit rum. Das hier scheint ein Gebirge zu sein. Ein Saal, eine Truhe. Beim Sitz einer links, hinter rechts. Warum geht die Karte immer so schnell wieder weg? Aha. Und da ist Norden. Also wenn das ein Gebirge ist, dann wird das wohl eine Karte sein, die von recht weit oben runter guckt. Gehen wir mal ganz kurz zurück und gucken uns die Landkarte an. Nein, das können wir natürlich nicht, weil diese Stadt keinen Ausgang hat zum Land. Dann halt einmal rüber. Oh, hier hätten wir auch gucken können, aber na gut. Wo ist der Ausgang da oben? So, also im Norden. Norden war schräg auf der Karte. Also bei uns ist ja Norden, nehme ich mal an, hier oben. Auf der Karte war Norden da. Das heißt, wir müssen die ganze Karte jetzt einmal nach rechts leicht drehen. Und dann war mittig so ein Gebirge wie hier. Oder da. Oder da. Also wäre die Mitte der Karte, die wir gefunden haben, würde dann irgendwo hier hin zeigen. Dahin zeigen oder dahin zeigen. Also wenn das wirklich so ein massives Gebirge ist. Ich glaube, diese kleinen Knubbel da sind auch Gebirge. Nee, wir wollen noch nicht weiter reisen. Ich will erstmal die Karte nochmal angucken. Nein, nicht die Credits. Ich will Spielstand. Karte. Was ist das hier für eine Linie? Also wenn unten ein Gebirge ist und oben drüber ein Fluss, das würde schon mal weiterhelfen. Hier ist noch eine Linie, die glaube ich nicht zu den Notizen gehört, also könnte das eine Straße sein. Nochmal ganz kurz, also Straße oder Fluss, eine Abzweigung, Straße oder Fluss, die quasi das Gebirge einkesselt. Okay, zurück zum Spiel, zurück zur Karte. Ein Gebirge, das von einem Fluss oder einer Straße eingekesselt wird. Straßen an sich sehen wir hier nur ganz, ganz dünn. Es geht fast in dem Grün unter. Hier wäre ein langer Fluss, aber der hat keine Abzweigung, außer da oben, aber da ist kein Gebirge. Hier haben wir ein Gebirge, aber keine Abzweigung. Hier geht ein Fluss durch, aber kreist nichts ein. Hier geht ein Fluss durch. Da hinten spaltet sich ein Fluss. Und hier wäre auch ein Gebirge. Das sollten wir im Auge behalten. Aber was machen wir jetzt erstmal? Weil blind dahin reisen würde uns nichts bringen. Also erstmal streiche ich den Angbo-Detail durch. Nicht, dass wir jetzt noch ein drittes Mal dahin reisen. Außer wir kriegen natürlich noch ein drittes Kartenstück, was recht praktisch wäre. So. Ich habe jetzt auf der Liste immer noch den Händler Kolborn. Hieß Erwo vielleicht mit Nachnamen Kolborn? Weil wir haben durch Erwo ja ein Kartenstück bekommen. Aber nein, Kolborn hat selber ein Kartenstück gekauft und war auf der Suche nach anderen. Da hätte er uns keine gegeben. Also Kolborn müssen wir immer noch finden. Wo auch immer. Vielleicht ist es ja eine ähnliche Zufallsbegegnung wie die Frau am Hafen. So. Na gut, hilft alles nichts. Wir wollten jetzt von hier aus hier oben hin, denn hier war noch eine Nachfahren oder ein Nachfahrer von Hügelig. Und wir wollten hier noch nach den Wegelagerern gucken. Wir hatten ja eine Höhle oder dergleichen gefunden. Und wurden auch davor und dahinter angegriffen von denen. Da wollen wir uns noch rächen. Also weiter nach Norden. Hier rasen wir einmal durch, ohne irgendwo einzubrechen. So. Nein! Hahaha! Ich wollte nicht nach Warnheim. Gut, dass schon der Tag zu Ende ist. Wir müssen gleich auf jeden Fall umdrehen. Also, schlafen, schlafen, schlafen. Tanele.
Jallen auch noch. Myrum kann sich das sparen, die ist schon fast voll. So, meditieren kann Talana hier draußen nicht, richtig? Doch, anscheinend schon. Nee, kann sich nicht genug konzentrieren. Ah, schade. Na gut, dann halt schlafen, Kräuter suchen, verzichten wir. Weil ich es vergessen habe. Und wir wollen lieber umkehren. Dankeschön. Mann, 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 Mann. Also war es der falsche Ausgang? Oh, hätten wir nach Osten gehen müssen. Okay, dann halt nach Osten. Das sieht schon besser aus. Willenheim. Dann müsste Oberorken kommen und dann Felsdane. Ein idealer Rastplatz. Nein, wir reisen weiter und wir machen einen Gewaltmarsch. Noch ein perfekter Rastplatz. Nein, wir reisen weiter. Wirklich viel bringt der Gewaltmarsch ja nicht. Also so auf den ersten Blick. Aber ich denke mal, jedes bisschen zählt. So, Kräuter suchen nicht vergessen diesmal. Tanele, Wirselkräuter und Krötenschemel. Sehr schön. Wie schaut das Wasser aus? Das heißt, glaube ich, dass es sehr wenig ist. Können wir mal testweise... Also ein dunkelblauer Balken heißt wohl voll. Dann haben wir nur so ganz bisschen Durst. Schön, dann müssen wir nicht jagen gehen. Kräutersuche haben wir, Wache haben wir aufgestellt. Schlafen. Und Talana ist auch schon fast voll mit Astralenergie. Gut, gut. Dann können wir uns auch mit den Wegelagern ordentlich anlegen, falls die irgendwas Garstiges in petto haben. So ein Hausoger oder dergleichen. Das muss ja nicht sein. So, Norden. Oberorken, genau. Von da aus nach Felsdane. So, einmal rasten noch, dann müssen wir in Felsdane ankommen. Und in Felsdane sollten wir kurz innehalten und überlegen, was wir noch so brauchen. Denn wenn wir da erstmal... Wow, ganz schön viel Zeug. Denn wenn wir aus Felsdane erstmal raus sind, wird es, glaube ich, eine gute Woche dauern, bis wir durch das Gebirge durch sind. Oh, und apropos Gebirge, wir sollten auf die Jahreszeit achten. Es ist der 24. Travia. Das heißt, entweder ist nächsten Monat noch Herbst oder es ist schon Winter. Und das wäre ganz und gar nicht gut. Im Winter durchs Gebirge geht, glaube ich, gar nicht. Oder ist sehr gefährlich, eins von beiden. Ein idealer Rastplatz, außerdem scheint ein günstiger Platz für die Jagd zu sein. Nein, wir reisen weiter und Gewaltmarschen nach Felsdane. So. Winterzeug. Ich habe mir sagen lassen, man braucht es nicht wirklich. Aber für mich macht es trotzdem Sinn, auch wenn es von der Spielmechanik keinen macht. Also sollten wir welche kaufen. Das dürfte ein Krämer sein. Geöffnet von 8 bis 19 Uhr und wir haben schon 19 Uhr. Immer diese pingeligen Krämer. Na gut. Dann suchen wir uns jetzt erstmal einen Tempel. Gucken kurz hier. Ne, Erst und Stein. Wenn es ein Herberge gewesen wäre, hätten wir erst geschlafen. Aber so speichern wir halt erst und... Oh. Schlafen dann, wollte ich sagen. Ingeren Tempel. Da wird sich Tirik freuen. Da spenden wir mal 150 Silberstücke. So. Und speichern ab. LP 35. Und bis gleich.